فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Das ist unsere erste Halaqa, erste Lektion zur Erklärung von Usul al-Thalath, die drei Grundlagen. Drei Grundlagen ist ein Buch über Al-Aqidah. Wir haben schon über Al-Aqidah geredet. Al-Aqidah, das Wort Al-Aqidah, das ist Arabisch. Das bedeutet, also Aqida, Fa'ila, bedeutet irgendwas geknüpft ist, der Wert. Ja? Das ist Aqida Ma'quda. Was geknüpft. Und dieser Stoff, Al-Ain, Al-Qaf und Al-Dal, Aqada, das ist eine Beziehung zwischen zwei Sachen. Du sagst Al-Aqd, Vertrag, Kaufvertrag, Ehevertrag. Das ist eine Beziehung zwischen Mann und Frau oder zwei Leute. Ein Verkäufer und ein Käufer. Das ist Aqd, Vertrag. Du sagst Aqd, das ist die Schönheit von Arabisch. Das finden Sie nirgendwo. Aqd, Aqd mit der Kasra. Das ist Kette. Kette, du siehst die Kette, dass diese Halaqat, diese Ringe, die haben eine Beziehung, eine zu anderen. Du siehst diese Kette, diese Ringe, einer hat Beziehung zu anderen, Aqd. Und du sagst, Aqidah, das ist eine Beziehung zwischen Herz und einer Nachricht. Das Herz glaubt an eine Nachricht und er knüpft, macht einen Knoten. Das bedeutet, er glaubt daran und ist überzeugt. Also, das ist, also, was ist die Nachricht? Nachricht ist irgendein, wenn wir über Islam reden, die Nachricht ist, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Allah berichtet über sich selbst, berichtet über Propheten, über Tag der Auferstehung, über Qadr, über die anderen Generationen. Das sind Nachrichten. Es gibt Nachricht, es gibt Befehl. Die Themen von Nachricht beziehen sich auf dem Herz. Ja? Wenn wir allgemein reden, nicht nur über Islam, du sagst zu jemand eine Nachricht, du sagst, das Rauchen ist schädlich. Das ist eine Nachricht. Er sagt, wieso du versuchst, Beweise aufzuführen. Er glaubt daran und dann sein Herz macht einen Knoten, dass Zigaretten schädlich ist. Und danach handelt er gemäß, was er geglaubt hat. Ja? Deshalb Al-Aqidah, das ist eine Beziehung zwischen Herz und Nachricht. Wenn du mit jemandem redest, der nicht glaubt über Allah subhanahu wa ta'ala, du sprichst am Anfang, sprichst du seinen Verstand. Ja, du versuchst ihn zu überzeugen. Wenn der Verstand sagt, dass diese Nachricht authentisch ist, weil das ist die Tat vom Gehirn, vom Verstand, unterscheidet zwischen
was authentisch, was niet authentisch. Besonders im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns nachzudenken, überlegen, analysieren. Und wenn der Verstand sagt, das ist richtig, dann kommt die Nachricht, fließt in Brust und dann nimmt sie das Herz und macht einen Knoten. Bedeutet, er glaubt da. Dann kommt nicht raus. Das ist Al-I'tiqad, das ist Al-Aqidah. Ja, und die Themen von Aqidah gibt es keinen Zweifel. Das ist eine Sicherheit, Gewissheit. Ja, du sagst, Allah existiert. Das ist eine Nachricht. Und der Verstand, der sagt, das ist authentisch. Der Verstand, wenn er schaut und hört, er sieht diese Welt, wie es organisiert ist. Der sagt, das ist richtig. Das Herz glaubt daran, dass Allah existiert. Also das Herz ist das Thema von Al-Aqidah, das Herz. Deshalb alle Bücher, die über Al-Aqidah geschrieben wurden, sie behandeln Al-Akhbar, die Nachrichten. Außer ein Teil von Al-Aqidah, was nicht Nachricht ist, das ist ein Befehl, das ist Tawhid al-Uluhiyya, al-Ibadah, dient Allah. Also das ist Tawhid al-Uluhiyya, das ist ein Befehl, das ist keine Nachricht. Aber die anderen Themen, Allah, seine Namen, seine Eigenschaften, Prophetentum, was kommt nach Tod, das ist alles Nachrichten, das sind alle Nachrichten. Deshalb du sagst Al-Aqidah. Also wir haben jetzt, wir verstehen, was bedeutet Al-Aqidah. Deshalb Al-Aqidah, das ist die Basis der Religion. Das ist die Basis der Religion. Wenn du richtig glaubst und dein Aqidah sauber ist, dein Leben wird authentisch. Aber das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Du findest jemanden, der erklärt Tawhid. Er erklärt Tawhid. Und er erklärt Schara. Und in Bezug auf Al-Qadr, auf Leben, er sagt Sachen, die passen nicht zur Religion. Zum Beispiel manche, sie unterstützen Unrecht. Das sind Gelehrten. Unterstützen Unrecht. Und deshalb, es gibt einen Fehler in Al-Aqidah. Es gibt einen Fehler in Al-Aqidah. Deshalb, wenn Al-Aqidah sauber ist, meistens das Leben ist sauber. Du glaubst an Allah subhanahu wa ta'ala, deine Existenz. Du verstehst seinen Namen richtig. Du weißt, dass seine Namen Eigenschaften bewirken das Leben. Und du glaubst an die Propheten. Ja? Du glaubst an die Propheten, alle Propheten. Und du glaubst an Tag der Auferstehung. Du weißt, dass Allah, du wirst Allah treffen. Und du weißt, du glaubst an Sahaba, du glaubst an Al-Qadr, du glaubst an Al-Iman. Deshalb gibt es viele Themen von Al-Aqidah. Und der Hadith von Jibril schließt die Themen von Al-Aqidah ein. Also glaube an Allah, seinen Engel, die Bücher, die Propheten, Al-Qadr, Tag Auferstehung. Das sind die Säulen von Al-Iman. Und daher, es gibt viele Sekten, die über diesen Themen geredet haben, auch Philosophen. Das ist das Thema, das ist das Thema des Lebens. Von früher, ganz früher sprechen die Menschen darüber. Wer hat diese Welt? Das ist die Frage. Wer hat diese Welt erschaffen? Und warum? Das sind die Fragen, die großen Fragen. Und wohin? Danach, was gibt es danach? Das sind die Themen von Al-Aqidah. Das sind die Fragen der Existenz. Ja, das sind die Fragen der Existenz. Und deshalb, der Verstand allein kann diese Fragen nicht beantworten. Kann diese Fragen nicht im Detail beantworten. Der Verstand kann ein Teil beantworten. Der Verstand weiß, dass Allah existiert. Der Verstand weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer, der Ura, der Versorger, ist Allah schön. Ist Allah subhanahu wa ta'ala fähig, das Allweise, Allwissend.
der Verstand kann das wissen, aber im Detail. Der Verstand kann nicht alles im Detail wissen. Deshalb brauchen wir die Offenbarung. Und du findest von früher, die Philosophen, die haben versucht, diese Fragen zu beantworten. Bis jetzt. Sie reden darüber, über die solche großen Fragen. Aber Islam beantwortet alle Fragen. Islam beantwortet alles. Koran lässt keine Frage ohne Antwort. Im Detail. Eine schöne Art und Weise. Und viele Beweise gibt es. Das ist ein Buch, was zeigt dir, dass es nicht von einem Mensch ist, das ist das Allahs Aussage ist das. Redet über alles. Redet über alles. Redet über die Schöpfung, redet über Propheten, redet über die anderen Generationen, redet über die Geschöpfe. Redet über die Dialog zwischen Propheten und Volker und verschiedenen Themen. Redet über die Namen von Allah, seine Eigenschaften. Redet über Allah. Wer ist Allah? Allah sagt zu Musa, Inni an Allah. Wahrlich, ich bin Allah. Das ist dein Name. Das ist das Thema. Das ist das wichtigste Thema. Allah, subhanahu wa ta'ala, seinen Namen und Eigenschaften. Deshalb du findest, dass ein Muslim, ein Sahabi, er hat alle Antworten vom Propheten bekommen. Über alles. Alles. Wie Ibn Mas'ud gesagt hat, Prophet hat uns über alles berichtet. Über alles. Auch über den Vogel, der fliegt. Über alles hat Prophet gesprochen. Ja. Und ein Muslim, ein Sahabi, hat ein sauberer Aqidah. Er hat Allah geliebt, hat Al-Aqidah verstanden. Das Al-Aqidah bei ihm war nicht nur, Al-Aqidah hat sein Leben bewirkt. Ja? Also, du findest jetzt viele, die, das werden darüber reden, viele, die lernen Al-Aqidah und die sind sowas von trocken. Keine Liebe zu ihren Brüdern, keine Liebe zu ihren Geschwistern. Und Al-Aqidah macht sowas nicht. Aqidah, das ist das Gegenteil. Aqidah macht das Herz weich und lässt ein Muslim Liebe haben. Das ist wichtig, weil Aqidah geht um Allah, seinen Namen, Eigenschaften. Du siehst dann die Beziehung zwischen den Namen, Eigenschaften und Al-Qadr und alles, was passiert. Und du verstehst das. Und du fühlst dich nah an Allah, subhanahu wa ta'ala. Und deshalb, reden über wie wurde Al-Aqidah verdorben? Wie bis jetzt, wie wurde Al-Aqidah verdorben? Al-Muslim al-Sahabi, der war, hat ein authentischer Aqidah. Er hat direkt vom Prophet sallallahu alaihi wasallam genommen. Also, er hat direkt vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und Al-Sahabe haben dann gefragt, vielen Sachen. Sogar Al-Sahabe haben sich geschämt. Prophet über vielen Sachen zu fragen. Dann kam Beduinen. As-Sahabi hat gefreut. As-Sahabi von Al-Medina haben sich gefreut, wenn ein intelligenter Beduin kommt und fragt den Prophet sallallahu alaihi wasallam. Weil die meisten Beduinen, sie haben komische Fragen gestellt. Wie, wo ist mein Kamel? Ein Beduin kam zum Prophet und er las sein Kamel. Und er kommt zum Prophet und sagt zu ihm, wo ist mein Kamel? Der Prophet war sehr wütend. Also kommt die Offenbarung, um dein Kamel zu zeigen. Der Prophet war sehr wütend über solche Fragen, solche niedrige Fragen. Wo ist mein Kamel? Ja, da kam ein anderer Beduin. Er hat sich in der Moschee uriniert. Kam anderer Beduin und der nahm den Prophet sallallahu alaihi wasallam von seiner Kleidung, hat ihn gezogen, sagt, gib mir von dem, was Allah dir gegeben hat. Aber es gab Beduinen, die waren sehr intelligent, haben Fragen gestellt über Aqidah. Dein Sahih Muslim, Sahih Bukhari, im Kapitel 100, Infaq, das Ausgeben, Fisabilillah, ein langer Hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geredet und geredet
Dann stand auf, das kannst du dir vorstellen, da vier Sahaba in der Moschee. Sahabi ist Talib Ilm. Der saß in der Such und der versucht immer, das Wissen vom Propheten zu erlangen. Und da stand ein Beduin auf. Ha? Könnt ihr das vorstellen? Und stand der Beduin auf und er stellte eine Frage. Sagt zum Propheten, sallallahu alaihi bringt bringt das Gute, das Schlechte, also führt zum Übel. Große Frage ist das. Führt das Gute zum Übel. Bringt das Gute Übel. Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist eine Frage über Aqidah ist das. Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war ruhig. Sahaba haben gesagt, wurde ihm offenbart. Da kam die Antwort. Prophet sagte, wer hat gefragt? Sahaba haben gesagt, den man hat gefragt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, schaut ihr, die Frage ist tief. Ah, so waren die erste Generation, die waren tief, sehr tief waren die. Die waren Nachdenker, waren sie. Die haben tief nachgedacht. Nicht wie jetzt, man denkt, dass Islam, das ist oberflächlich. Nein, Islam ist ein Wissen. Islam ist ein tiefes Wissen. Dieser Beduin hat eine tiefe Frage gestellt. Daraufhin kam eine tiefe Antwort. Aber von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala, da kommt die Antwort. Da kam die Offenbarung, Prophet sagte, in al-khayru la ya'ti illa bil-khayr. Das Gute führt nur zum Guten. Ja? Und er hat ein Beispiel gebracht. Und hier merkt ihr das, dass im Thema von al-Aqidah, da wurden viele Beispiele gebracht. Und das Al-Amthal. Das Beispiel im Koran, Allah gibt viele Beispiele. Ja? Erste Beispiel ist jenige, Beispiel von einem Munafiq. Steht im Surat al-Baqarah, erste Beispiel. Ein Munafiq, derjenige, der Feuer gezündet hat. Ja? Da Allah subhanahu hat den Licht weggemacht. Das ist ein Beispiel. Warum gibt es Beispiele? Das Beispiel ist zum Sehen, mit dem Augen zum Sehen. Und das Beispiel, er macht eine Bedeutung nach, was du nicht siehst. Ja? Also jetzt, Prophet, er gibt ein Beispiel von zwei Kühe. Also damit diese Bedeutung nachkommt, damit das Bild deutlicher wird. Ja? Er gibt ein Beispiel mit zwei Kühe. Und dieses Beispiel ist wahr. Du siehst das. Zwei Kühe, sie essen von demselben Gras. Gras ist das Gute. Die erste Kuh hat gegessen und sie war satt. Und sie schlief. Sie hat eine Stelle genommen und schlief. Bedeutet, sie hat sehr gut gegessen. Gras ist das Gute. Zweite Kuh. Der hat von demselben Gras gegessen. Und sie ist gestorben. Ja? Was können wir verstehen? Die erste Kuh, die hat das Gute gut behandelt. Zweite Kuh hat das Gute nicht gut behandelt. Daraufhin kam das Übel und sie starb. Das gibt es bei Kühen, sie wissen genau, wie sie Gras essen. Ja? Sie wissen genau, wie sie Gras essen. Und daraufhin, das ist ein großes Thema, Qadar. Ja? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einem Beispiel erklärt. Bedeutet diese Fragen, Al-Muslim al-Sahabi hat gefragt nach Al-Aqidah. Und Prophet hat geantwortet. Das Thema kommt in Al-Qadar. Das Thema kommt. Das Thema jetzt, was ich gesagt habe, das kommt in Al-Qadr. Ich rede jetzt nur über Al-Aqidah jetzt, allgemein. Al-Muslim al-Sahabi hat Al-Aqidah vom Prophet genommen. Und er hat
العقيدة war sauber. Und warum war diese Generation sehr, sehr leuchtend und erfolgreich? Warum? Weil die Wüste, Arabien war nicht wie Persien oder Römer oder Indien oder China oder Japan. In Arabien gab keine Philosophie. Also die Araber hatten Al-Fitra. Die Araber der Wüste, die lebten mit Kamelen und Pferden. Und das braucht eine Lektion, das braucht Lektionen. Das Aqidah soll anfangen bevor Islam. Also wenn wir wirklich Aqidah erklären wollen, da sollen wir reden über die Araber vor Islam. Weil du redest über Aqidah, zu wem kam diese Aqidah? Warum hat diese Aqidah, er hat die Herzen richtig beeinflusst? Da müssen wir reden über die Araber vor Islam. Die Araber vor Islam, sie waren rein. Auf Al-Fitra, nicht wie Perser. In Persien gab es viele Philosophien. Es gab die Philosophien von Dualismus, zwei Götter, ein Gott von Licht, ein Gott von Dunkelheit. Es gab in Indien gab viele Religionen. Indien gab Millionen von Religionen. Der Historiker, der Franzose, der Arzt, Gustave Le Bon hat das Buch Geschichte von Indien. Er hat gesagt, in Indien es gab mehr als 33 Millionen Gott, falsche Götter. Die haben ihren Vorfahren angebetet. Die Leute in Indien, sie hatten viele Religionen, Philosophien. Und ich habe gesagt, das Tasawuf, Sufi kam von Indien. Das kommt. China gab auch Philosophie. Gab auch Philosophie. In Rom, die Römer auch. In Griechenland gab auch Philosophie. In Ägypten, gab Philosophie. Die Philosophie von Alexandria. Aflotin, die Philosophie von Aflotin gab in Alexandria. In überall, außer in Arabien. Arabien, Al-Fitra war rein. Natürlich gab es so viele schlechte Sachen. In Al-Akhlaq. Es gab in, die Fehler waren in der Begierde, in den Einwand. Das müsst ihr merken, Weil die Philosophien, sie verderben. Die verderben Al-Aqidah. Aber die Begierde, sie verderben den Befehl. Allah sagt zu dir, sei keusch. Jemand geht zum Zina. Das ist Begierde. Oder Allah sagt zu dir, nimm keinen Zinsen. Jemand liebt das Geld, geht zum Zinsen. Das ist die Befehle. Das ist einfacher als Einwand. Weil die Philosophie provoziert die Einwände. Und wenn jemand jetzt, du sprichst mit ihm über Al-Aqidah, er fragt Sachen. Warum? Wie wurde Professor Al-Mi'raj gemacht? Wie wurde zu oben gegangen? Solche Fragen sind Einwände. Wer hat Allah erschaffen? Das sind solche Fragen. Die Philosophie verderbt Al-Aqidah. Gemeinschaft von Sahaba und Araber, die hatten diese Fehler nicht, hatten das Problem nicht. Die hatten Begierde, ja. Gab es Sinne. Sie haben Alkohol getrunken, die haben das geliebt. Sie haben Kriege aufgeführt für wegen Sachen. Ein Kamel von anderen besiegt, dann gab es einen Krieg. Oder wegen einer Frau gab es einen Krieg. Manchmal gab es Armut, ein Stamm hat einen anderen Stamm angegriffen. Sowas hatten wir bei uns. Also bei uns hatten wir das
vor 70 Jahren, 80 Jahren, ein Stamm hat einen anderen Stamm angegriffen, im Zeitalter Islam. Aber Dschihadie kommt immer. Deshalb, diese Generation war rein und sie hat sehr gut gelernt. Und sie haben die Gedichte gelernt. Die Gedichte. Und in diese Gedichte, da gab viele Weisheiten. Gab viele Weisheiten. Und viele guten Sachen. Prophet sagt, ich bin gekommen, um die Charakter vervollkommen zu machen. Also Prophet kam, um die Charakter zu vervollkommen. Also bedeutet, gab es Charakter. Die waren großzügig. Ja, die waren großzügig. Die waren mutig. Ja? Und Hatim al-Ta'i, das ist ein Beispiel der Großzug. Deshalb sein Feuer war immer gezündet nachts, wenn die Gäste vorbeilaufen, die sehen Feuer und dann kommt zu ihm. Er schlachtet für sie ein Kamel oder irgendwas. Die waren sehr großzügig, die waren wahrhaftig, mutig. Charakter von ihnen, die waren rein. Ja? Diese Reinheit von der Seele. Und das siehst du in der Gedichte. Die Gedichte von den Dschahiliyyah, das siehst du jetzt das Problem jetzt, die Gedichte wurden vernachlässigt. Das ist die große Unwissenheit. Die Gedichte wurden vernachlässigt. Sogar die Gelehrten, die wirklich Wissen haben, die sagen, es gibt Al-Quran und Sunnah und es gibt die Gedichte von der Dschahiliyyah. Weil die Gedichte von der Dschahiliyyah, die haben die arabische Sprache bewahrt. Ja, du kannst nicht den Islam verstehen, wenn du Al-Jahiliyyah nicht verstanden hast. Und zu wem kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Und was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam korrigiert? Warum blieb er 13 Jahre mit den Leuten? Warum? Warum kam Al-Quran al-Makki nur zum Thema Al-Aqidah, um die Seelen zu reinigen? Ja? Und sie haben Götzen angebetet. Ja, sie haben Götzen angebetet. Das waren die Fehler von dieser Generation. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, da Koran kam mit der arabischen Sprache. Das kannst du vorstellen, dass jemand, der versteht die arabische Sprache vollkommen und er lebt in Dunkelheit, da kam Licht und er versteht diese Sachen. Er versteht alles. Deshalb, ich gebe euch Beispiele von dieser Reaktion. Da kamen Allahs Worte. Er fand die Stelle bereit und fähig, diese Worte zu akzeptieren. Deshalb die Worte haben viel gemacht im Herzen von Sahabi. Jetzt nicht. Warum? Weil die Leute, wo ist die arabische Sprache? Wo ist die arabische Sprache? Man sagt, er lernt Arabisch 5 Jahre, sagt, ich kann Koran verstehen. Du kannst Koran oberflächlich verstehen, aber die arabische Sprache ist nicht nur Worte und das ist die Art. Die Art, wie die Araber, Uslub, Asalib al-Arab, die Art und die Araber, wie sie gesprochen haben. Das ist sehr wichtig. Und diese Leute, die waren reine Araber, die haben es verstanden. Deshalb ein Beispiel dafür. Ein Sahabi hat ein Ayah gehört, in Surat Qaf. والنخل باسقات لها طلع نضيد. Allah, er beschreibt die Palme. Ein Sahabi hat gesagt, alles, das ich gehört habe, hatte Angst, dass ich meinen Verstand verliere. Das war ein, wie kann ich das erklären? Das war ein Schock, aber ein positiver Schock. Da kommt eine Bedeutung und mit einer schönen Art und Weise, was kein Mensch sagen kann. Und das sind die Leute, die verstehen Gedichte. Und die haben die höchste Stufe, die Vollkommenheit erreicht in der Deutung. Die Araber, die haben die höchste Stufe erreicht. Deshalb, Koran kam, das war Wunder. Das war Wunder. Deshalb, As-Sahabi, wenn er ein Ayah hört, er muss Mu'min werden. Er muss. Genau wie das Volk von Musa, die Zauber. Die haben gesehen, was Musa gemacht hat. Die haben gewusst, dass diese Tat ist nicht irdisch, das ist himmlisch. Das kommt von Allah. Genau wie die Tat von Isa a.s.
das Volk von ihm, die waren Ärzte. Die haben gewusst, dass sowas kann niemand machen außer Allah. Deshalb Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Volk von ihm, sie haben gewusst, dass diese Worte, diese Formulierung kann nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb sind die Mu'minin geworden. Deshalb diese Generation, die war sehr erfolgreich. Und wenn wir einen Vergleich machen zwischen jetzt und früher, du findest jetzt in dieser Zeit, du findest jemand, er studiert. Er kommt rein, er studiert. Was will er? Er will ein Zeugnis haben, Doktor. Ja? Sie geben ihm Doktor. Du bist ein Doktor. Was bedeutet Doktor? Für jetzige Zeit, wenn du hörst Doktor, das ist eher wissend, aber für jemand, der weiß, was ist Doktor? Nichts. Was ist Doktor? Doktor hat in einem Thema geschrieben, er hat diesen Titel bekommen. Das bedeutet nicht, dass er das Wissen, er weiß alles über die anderen Fächer und hat sehr tief studiert, die anderen. Nein. Deshalb, die haben das Wissen verdorben. Ja? Sie haben das Wissen verdorben. Und auch diese Universitäten, sie lehren mit der Methodik von Westen, nicht von der Islam. Ja? Und auch dieser Mode von Zeugnissen hat alles verdorben. Jemand kommt rein und er will unbedingt dieses Zeugnis. Wenn er dieses Zeugnis hat, er ist fertig. Er sagt, ich bin fertig. Du bist nicht fertig. Nein, du bist nicht fertig. Du hast gerade angefangen. Und deshalb, das Wissen wurde verdorben. Auch die Leute jetzt, wenn die sehen einen Titel, die sagen, das ist alles. Das ist ein Wissen. Das ist nichts. Das ist nichts. Deshalb, die großen Gelehrten, alle, die studiert haben, die haben das Wissen nicht, weil die haben das Wissen geliebt. Und sie haben es studiert für Allah, nicht für was anderes. Die wollten damit nichts erreichen. Außer, die hatten diese Liebe zum Wissen. Ja? Die hatten diese Liebe zum Wissen. Die wollten nichts. Sogar, die haben geopfert. Und sie lebten arm. Und du findest jetzt, du findest, Präsident von einer Universität ist Spion. Und er schreibt über die anderen Gelehrten. Wo ist das Wissen? Wo ist das Wissen? Ich sehe nichts, außer manche Leute, die sind wirklich, aber die sind nicht bekannt. Die meisten sind nicht bekannt. Die folgen die alte Art von Wissen. Und mit dieser Art verstehen viele Sachen. Tief. Ohne diese Sachen. Man kann ein Zeugnis haben, aber nicht das so ein Zeugnis. Nein, man studiert das Wissen, weil man das Wissen liebt. Er liebt das Wissen. Al-Mahabba. Deshalb, wenn du die Lebensläufe siehst von früheren Gelehrten, wie heißt er? Wie viele Minuten haben wir gesprochen? Weil ich verliere mich manchmal. Also wie viele Minuten haben wir gesprochen? 30 Minuten. 38, okay, noch haben wir noch Zeit. Khalil ibn Ahmed, ich gebe euch Namen von Nobelleuten, von großen Gelehrten, von Leuten, die Gold sind, also goldene Leute. Khalil ibn Ahmed Farahidi, das ist ein jemand aus Oman, kam nach Al-Basra, dieser große Genie, dieser edle Mann. Das ist ein edler Mann. Das sind Leute, die gibt es nicht jetzt. Solche Leute gibt es nicht. Gibt es nicht. Dieser Gelehrte, das war ein Genie. Das ist derjenige, der die Regeln von Grammatik angeordnet hat. Weil Grammatik war in dem Gehirn von Sahabi, von der Tabi'i. Von der Jahili, Grammatik. Man redet, macht einen Fehler. Da kam dieser Mann und er hat die Regeln, weil er hat gesehen, dass die arabische Sprache verliert ihre Stärke.
Und da gibt es viele Fehler, weil viele Nicht-Araber, die sind rein in Arabien, von Persien, von anderen Orten, kamen rein. Und die arabische Sprache hat angefangen, ihre Authentizität zu verlieren. Deshalb hat angefangen, die Regeln anzuordnen. Und das ist ein großer Tat. Das Wissen herauszubringen vom Gehirn zum Buch, zum Regel, das macht nur die Großen. Als er fertig ist, er hat angefangen über die Regeln von Mathematik. Ich rede jetzt über Anfang vom 2. Jahrhundert. Ja, oder Ende vom 1. Jahrhundert. Ja. Und er hat seinen Kopf gegen eine Säule der Moschee gestoßen. Das war der Grund seines Todes. Rahmatullah. Dieser Mann, der sagt über ihn, seine Schüler, Nadr ibn Shumayl, sagt, Nadr ibn Shumayl ist ein großer Imam, arabisch. Nadr ibn Shumayl sagt, Rahimallahu al-Khalil. Er versteht, Rahimallahu al-Khalil. Er lebte in einem Marbid von Kamel, also wo die Kamele schlafen, Stahl. Er schlief in einem Stall von Kamele. Und wir jetzt, wir leben, also wir sind ein bisschen reich geworden. Wir leben nicht arm wie ihn. Und ein anderer Schüler hat über ihn gesagt, er hat keinen Unterschied gemacht zwischen Kot, also von Kamele, und Geld. Gleich für ihn war alles. Das sind die das Wissen geschützt haben. Denn Leute hat Allah erschaffen, um das Wissen zu bewahren. Viele Beispiele, viele von diesen Leuten, das sind wie Muhazm, der Andalusier, hat in seinem Buch geschrieben, Akhlaq und Sir, Charakter und Lebensläufe, schrieb, dass jeder Mensch liebt Geld. Er redet über Geld. Das Mensch liebt das Geld. Das sind Al-Fitra. Viele Leute lieben Geld. Aber er sagt, es gibt Ausnahmen auf der Erde. Er sagt, es gibt Ausnahmen. Es gibt Leute, die lieben nicht das Geld. Die wollen das Geld, um zu leben, aber die lieben was anderes. Und hat Beispiele gebracht von diesen Leuten, wie Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahi, oder hat auch Beispiele gebracht von Leuten, die nicht Muslime sind. Wie Sokrat zum Beispiel. Sokrates, der Philosoph. Ibn Qayyim sagt, dass Sokrates ein Monotheist ist, Muwahhid. Und ich glaube an Ibn Qayyim. Ibn Qayyim sagt, dass Sokrat, der Philosoph, ist ein Monotheist. Die haben ihn getötet, weil er die Götter von Athen widerlegt hat. Das ist die Wahrheit. Wenn du liest, was sein Schüler Platon geschrieben hat, bevor sie ihn getötet haben, die haben ihn hingerichtet, er hat Gift. Er wollte nicht abhauen. Die haben alles organisiert, hat gesagt, es gibt ein anderes Leben. Ich hau nicht ab. Die wollten ihm einen Anwalt machen. Er sagt, nein, ich brauche keinen Anwalt. Was habe ich gemacht? Nichts. Ibn Hazm gibt ein Beispiel von denen. Aber auch Muwahhid, Monotheist. Von ihm sagt, dass solche Leute, die sind Ausnahmen auf der Erde. Sie lieben das Wissen. Sokrat, die Frau von ihm, die hat ihm eines Tages, die hat mit ihm immer gestritten. Die hat ihm eines Tages Geld gegeben, um Brot zu holen. Er ist 4 Tage nicht gekommen. Was macht er? Er war bekannt, er hat immer Debatten gemacht auf der Straße. Es gab eine Gruppe, heißen Sophistika. Sophistika, das sind Leute, du sagst zu ihm, das ist Nacht. Sag, gib mir Beweis, dass Nacht ist. Er hat gegen diese Leute diskutiert. Daraufhin kam sein Enkel im Wissen, Aristo, er hat Logik gemacht gegen diese Sophistika. Deshalb, du siehst, diese Leute Ausnahmen sind. So waren die gelernt, auch in dieser Zeit. Eine von dieser Zeit gab auch manche, ich habe viele gesehen, aber einer ist bekannt. Also damit es gab einen Imam, der Deutscher von dem Koran, Imam
Mohammed el-Amin Shengeti, der ist gestorben. Sein Sohn sagt über ihn, er könnte nicht mit Geld umgehen. Du gibst ihm 100 Euro, er kann nicht mit 100 Euro. Er geht zum Markt, er gibt 100 Euro und er nimmt ein Stück Milch und kommt zurück. Er weiß nicht, was 100 Euro ist. Man kann sowas nicht glauben, dass jemand lebt in unserer Zeit. Er kann nicht mit Geld umgehen. Ja? Ein Beispiel. Ich habe eine, es gab eine, das ist wie im Nawawi in dieser Zeit, da ein Scheich, er saß, er hat gelesen beim Sitzen, gegessen beim Sitzen, gelehrt beim Sitzen, geschlafen beim Sitzen. Er steht auf nur, wenn er zum Wudu, zum Gebet eingeladen ist. Oder wenn er laufen will. Ja? Aber wie schläft er? Also er lebt. Er lebt. Und wenn das Schlafen kommt und zwingt ihn zu schlafen, er schläft. Und wenn er aufsteht, dann steht er auf. Dann liest er weiter und lehrt und schreibt und alles. Der Imam Nawawi hat 2 Jahre so gemacht. Also ein Schüler von ihm hat gesagt, der Imam Nawawi, Imam Nawawi sagt über sich selbst, er sagt, seit 2 Jahren meine Seite hat den Boden nicht angefasst. Hat den Boden nicht angefasst. Da sind Leute, die haben das Wissen geliebt. Sehr geliebt und dafür gelebt. Ja? Deshalb in dieser Zeit, wenn du so lebst, du wirst fremd sein. Du wirst fremd sein. Und sogar die Muslime werden gegen dich kämpfen. Mit ihren Aussagen. Die sehen dich als jemand, der nicht normal ist. Ja? Nicht normal. Deswegen, nehmen wir an, dass das jetzt, Khalid lebt in unserer Zeit. Ja? Er schläft in einem Stall von Kamel. Was sagen die Leute? Verrückt. Oder jetzt, Imam Shangirte, er kann nicht mit Geld umgehen. Und er sagt, wenn ich Reichtum wollte, ich kannte seinen Weg. Ich kannte den Weg des Reichtums. Aber ich wollte es nicht. Deshalb, das Wissen ist Liebe. Wenn du das Wissen nicht liebst, da gibt es nichts. Deshalb, wir reden über die Generation von Sahabi. Ein Muslim Sahabi, er hat das Wissen sehr geliebt. Und du findest als Beispiel Abu Huraira und Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Darda, أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبو بعيسى، أبو الدرداء، مش أبو الدرداء، يا أبو الدرداء، فاين غوصة قلعت، أبو الدرداء دي ليه بتشين الشام، دي ما اشتاب دوت، أبو الدرداء، und es gab الدرداء دي غوصة الدرداء دي كلاينة. Die kleinste Umm al-Darda, die war ein großer Gelehrter von Sahab. Und die hatte ein Halaqa in Damaskus. Von ihr haben viele Tabi'in Wissen genommen. Und alles Abu al-Darda, während er stirbt, aber schaut er, wie die Gelehrten, wie die Großen, als er war beim Sterben, Abu al-Darda. Und er saß auf dem Schoß von Umud Derda, die Kleine. Die sagt zu ihm, du hast mich in der Dunya verlobt. Ich verlobe dich in der Akhira. Und schau mal, Aisha radiallahu anha, Aisha, diese große Gelehrte, Wissenschaftlerin von Sahara. Aisha, die war auch eine große Überlieferung von Islam. Hat viele Hadith überliefert, mehr als 2000. Diese Faqiha, diese Frau, die bevor der Prophet haben sie geheiratet, die war klein,
Sie hat viel Wissen über die Stimme, weil der Vater ein Wissender über die Stimme der Araber. Und in Gedichte und Medizin. Ja? Und sie hat Al-Fiqh von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam genommen. Sie hat Al-Fiqh von zu Hause genommen. Weil Prophet war bei ihr, wenn die Offenbarung kommt. Er ist immer bei ihr. Die Offenbarung kam zum Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wenn er bei Aisha war. Sie hat Al-Fiqh von ihm genommen. Alles, was der Prophet gemacht zu Hause, Aisha hat das übertragen, wie er gemacht hat, wie er mit ihr gespielt hat, was er gemacht hat, Udu zu Hause, Nachtgebet, wenn die Offenbarung zu ihm kommt, was hat er gemacht? Viele Sachen, viele Sachen. Also diese Generation, die hat das Wissen geliebt und Al-Aqida war sehr authentisch, es gab keine Aussagen. Es gab keine Ideen, keine falschen Ideen. Es gab nur die Aussagen von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Prophet. Aqidah war sehr sauber. Und Al-Fitra war sehr sauber. Deshalb, die waren sehr erfolgreich. Wie viele Minuten haben wir gesprochen? Also 50 Minuten, ne? Ja, 50 Minuten. Ja, das ist erste Halaqa. Also, das ist meine Art. Ich rede nicht nur über das Buch, ich erkläre das, sondern also ich rede über viele Sachen, die außerhalb des Buches, aber sie haben. Die Themen haben Verbindung zum Buch. Wenn du Al-Aqida verstehen willst, das Buch können wir in 2 Tage erklären. 3 Stunden kann ich das Buch erklären. Dann sind wir fertig. Aber ich will, dass wir das Buch tief erklären. Richtig tief erklären. Themen verstanden. Und das Schönste im Wissen, dass du sollst versuchen, die Seele zu verstehen. Also wenn wir über Al-Muslim al-Sahabi reden, ich möchte, dass du eine Vorstellung hast, ein Bild hast. Du sollst mitleben und versuchen reinzukommen in ihre Zeit und schauen, wie sie nachgedacht haben, ja? Wie sie überlegt haben. Das ist das Wissen, das ist das Wissen. Ja, das ist sehr wichtig. Also nicht nur oberflächlich bleiben. Das ist gut, aber das ist unser Ziel. Muss man richtig, richtig reinschauen in die Seele. Versucht, die Seele zu verstehen. Und denjenige, worüber wir reden, ja, worüber wir reden, und welche Zeit hat er gelebt? Ja, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Normalerweise Al-Aqida wird von dem Koran genommen. Direkt von dem Koran. Koran ist das erste Buch von Al-Aqida. Die Ayat von Al-Aqida. Aber diese Bücher, die sind, um das Wissen leicht zu machen, für Anfang. Anfang, damit man die Sachen versteht am Anfang. Das ist schwer, man muss nicht immer mit schweren Sachen anfangen. Diese Bücher sind klein geschrieben, sind kleine Bücher, um diese ersten Themen zu verstehen. Wir reden über Allah, über Al-Islam, über Prophetentum. Das sind drei Grundlagen. Ja, Al-Rububiyya, Al-Risala, die Botschaft und Propheten. Das sind die großen Themen von Islam. Drei großen Themen von Islam. Habt ihr Fragen? Barakallah. Die anderen habt ihr Fragen, habt alles verstanden? Ja.
Ja, habe ich gesagt. Also Frage. Also die Fede, die Akide mit hinterfragen, wer Allah erschaffen hat. Ich rede jetzt, also ich habe gesagt, dass in Arabien diese Wüste wächst. Also die Wüste war geschützt. Die Araber waren geschützt mit dieser Wüste. Ja? Weil diese Ideen kamen nicht rein. Kamen nicht rein, diese Ideen. Weil jedes Volk hat eine Philosophie und er glaubt daran, das ist auch sein Aqidah. Die Araber hatten das nicht. Deshalb hat man keinen Einwand. Das war alles deutlich. Ja? War alles deutlich. Und du redest über den Schöpfer, also über Allah, subhanahu wa ta'ala. Wer sind, die sagen, die zwei Götter, ein Gott von Licht, ein von Dunkelheit? Da musst du erstmal das widerlegen und dann das Neue geben. Nicht wie jemand, der hat kein. Die Araber haben an Allah geglaubt, auch. Die Araber haben, obwohl sie Mushrikin waren, aber die haben an Allah geglaubt. Allah sagt im Koran, wenn du sie fragst, wer hat sie erschaffen, wer hat sie erschaffen hat, sie sagen Allah. Ja, also die anderen, die hatten Philosophie. Bedeutet, ihr Aqidah war verdorben. Nicht wie bei den Arabern. Aber wenn du studierst, jetzt ein anderes Thema, wenn du Aqidah studierst und du möchtest über Philosophie lesen, um diese Ideen zu schauen, Alhamdulillah zu sagen oder sie zu widerlegen, dann ist es kein Problem, ach, wenn man richtig Aqidah studiert hat. Da kann man über diese Ideen, und das muss man machen, später. Über diese Sache. Weil du siehst, dass die großen Gelehrten früher, die haben das widerlegt mit Erhabenheit, weil sie viel Wissen hatten. Ja? Du siehst, dass auch alle Ideen sind widersprüchlich. Alle Ideen sind widersprüchlich. Jede Theorie ist widersprüchlich. Zeigst die Stärke von Islam. Stärke von Islam. Aber das Problem, da gibt es, wer kann reden? Wer? Kam ein Franzose nach Marokko mit seinem Freund. Und dieser Freund von diesem Franzose habe ich ihn getroffen. Der hat mir gesagt, was sag mir, was ich lesen soll. Dann, wieso willst du lesen? Du bist kein Leser. Warum willst du lesen? Also, was im Traum gesehen. Willst du jetzt Leser werden? Sag, nein, ich habe einen Freund gebracht, also ihn gebracht nach Maul, dieser Franzose, der hat viel gelesen über Islam, also er hat Interesse an Islam. Er saß mit der Familie, mit dem Vater, mit den Brüdern, und er hat angefangen, Fragen zu stellen. Er hat gesagt, ja, ich bin hier in dem Land von Islam, und er hat angefangen, Fragen zu stellen. Niemand kann was antworten. Niemand. Jetzt, wer kann die Fragen antworten? Niemand kann die Fragen antworten. Schande ist das. Und deshalb, er war sehr traurig, er konnte nicht antworten. Dieser Mann, er hatte Interesse. Was sagt dieser Franzose? Diese Leute, die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung über ihre Religion. Die können nicht die Fragen beantworten. Die können nicht die Fragen. Die können nicht die Fragen der Existenz beantworten. Obwohl Islam erklärt die Existenz. Aber die Inhaber von ihm, die haben ihn vernachlässigt. Die haben Islam vernachlässigt. Du findest manche 20 Jahre hört vor, aber am Ende er hat nichts gelernt. Nichts hat er gelernt. Er kann keinen wissenschaftlichen Satz aufbauen oder kann keinen Einwand widerlegen. Nichts. Ja, das ist das Problem. Das Wissen ist das Al-Ilm. Islam ist ein Wissen. Islam ist ein Wissen. Wenn du richtig das studierst, du kannst diskutieren, du kannst widerlegen.
Du kannst eine große Erhabenheit haben. Du kannst auch über andere Ideen reden. Manche, also wenn jemand gehen will, kann gehen. Also muss nicht bleiben jetzt, weil ich muss reden über eine Sache oder reden wir das nächste Mal. Es gibt viele Sachen, die ein Muslim lernen muss. Viele Sachen. Wann wird der Unterricht hochgeladen? Leider habe ich Probleme mit dem Internet gehabt. Also morgen schon. Morgen. Ich rede darüber nächstes Mal schon, über das Thema jetzt. Also wenn ich das vergesse, sagt mir über das Thema. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtiges Thema jetzt. Weil die Welt ist offen geworden. Wir leben nicht in einem Dorf. Wenn du im Dorf lebst, reicht dir manche Fächer, damit du sagst, ich habe viel Wissen. Aber jetzt, die Welt ist offen. Die Welt ist offen. Du siehst, viele schreiben über Islam. Viele schreiben über Islam. Lügen. Die schreiben Lüge in ihren Büchern. Ja. Man muss das widerlegen. Muss. Das ist eine Pflicht. Wenn man das kann, muss das widerlegen. Okay, dann beenden wir unsere Halaqa. Keine Frage? Habt ihr keine Fragen? Okay, dann beenden wir unsere Halaqa. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant.